Alter, da hat ernsthaft die Frau aufgehangen. Sie haben sich wohl gegenseitig attackiert. Aber warum? Hier, Verfolgungswahn oder Geld? Ja, tja, mehr Geld, mehr Probleme. Ich kann doch jetzt nicht einfach die Frau von dem anderen aufhängen. Na ja, gut, man weiß nicht, was der vorher getan hat. Und da galt halt einfach, wie du mir, so ich dir. Okay, Strömung ist ziemlich stark. Hier können wir klettern. Ja, aber es ist zu hoch, auch für eine Räuberleiter. Dann sehen wir uns um. Ist hier was? Nee. Ich hab gedacht, ich kenne mich drunter. Ich hab die Idee. Genau die Idee hatte ich. Hatte hier irgendwo bestimmt wieder mal was liegt. Da hast du dich aber dynamisch ins Wasser gehauen, mein Lieber. Vorsicht da unten! Mist! Das ist nicht zu fassen! Ja, wie kriegst du jetzt hier raus? Achso, mit dem Seil. Komm! Komm zu Papa! Da habe ich gerne mehr dran gedacht. Komm schon! Können wir die hoffentlich mal schieben. Da ist natürlich auch wieder ganz zufällig eine Kiste oben vergessen worden. Ah, wie süß. Ich soll den Köder für dich spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Wow. Junge. Was hast du mir zu erzählen? Ja, wieder nass, müde, angeschlagen, ein bisschen hungrig, könnte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Puh. Okay, na los. Gehen wir weiter. Ich glaube, wir müssen ganz unten rum. Hier kommen wir mal nur nicht weiter. Da ist so ein Eingang. Doch, hier können wir reinkommen. Ja, ich bin direkt hinter dir. Wessen Haus ist das jetzt hier wieder? Glaubst du, die Seebär haben hier alles geflutet? Grund genug hätten sie ja gehabt. Glaubst du, dass sie es waren? Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ganz genau. Nee, ich glaube eher, die haben sich untereinander da nicht mehr gut verstanden. Na, sieh mal an. Ein Vogel mit einem Fisch.
Wessen Bude ist denn das hier? Hier war doch gerade eben, war doch immer noch immer ein Zeichen drin. Muss doch noch irgendwo was sein. Keine Ahnung. Noch alte Kanonen. Hey, sieh mal da. Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Sag ich ja. Die haben sie wahrscheinlich gegeneinander gekämpft. Oh, schöner Wasserfall. Da heißt es wohl wieder schwimmen. Wow, wow. Die Strömung ist stark. Hey, nee, da drüben könnte ein Ausgang sein. Wo könnte... Wie ist die? Ach, da oben. Du hast recht. Ich wollte gerade schon sagen, wie ist die Frau denn schon wieder da hochgekommen, aber die war ja noch gar nicht da oben. Guten Abend an mittlerweile 6 Leute. Ihr seid affengeil. Dankeschön. Da kommen wir nur nicht hoch. Hier kämen wir aber um das Eck. Das ganze Ding ist gekippt. Okay. Gern geschehen. Danke. Du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine... Toro, ich nehme es mal als Kompliment. Solltest du auch. Weil jetzt kommen wir nämlich darüber. Etwas Wasser geschluckt. Da wollte ich das schon von Anfang an hin. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Wie das Bücherregal. Das sollte gehen. Okay, weg da! Bitte! Okay, gut. Und wie gesagt, wirklich immer ein dickes Dankeschön an die 6 Leute. Ich freue mich da echt tierisch drüber, da dir... Wer das aus dem Weg? Wie zuschaut. Okay. Wen haben. Das ist doch hier unser. Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Genau, das war nämlich den wir am Anfang in der ersten Höhle schon gefunden haben. Da, wo Avery, wo auf einmal Thomas Tews Zeichen war. Wo wir in Schottland waren. Großer Gott! Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Was ist denn hier passiert? Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's.
Helena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen, miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmord-Kult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Two. Wollen wir wetten? Thomas Two, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und die Schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Two laden sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Die zwei waren schon ausgefuchst. So macht man sich Freunde. So, für die Nachwelt. Hey, hier hoch. Langsam. Vorsichtig. Bin okay. Ich hab's. Sei vorsichtig galt auch für uns selbst. Ja, ich sehe ihn. Halt die Augen offen, ja? Ich nehme mal auch an, dass hier drin ein paar Shoreline-Leute unterwegs sind. Mehr Kanonen. Genau wie bei Two's Haus. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanonen. Was? Naja, schließlich vergiftete er dann. Ja, der ist schlecht. Tut mir leid. Ja, ziemlich schlecht. Und wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Dass das hier vorher noch niemand gefunden hat. Außer halt natürlich jetzt die Shoreline-Leute und uns. Gibt doch gar nicht. Wort des Tages. Pompös.
Warum hat der Thomas Tuch nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Was? Der Produzent eurer Show? Nein, mein Manager bei Macho Nacho. Du warst mal bei Macho Nacho? Es war ein Highschool-Job. Hattest du auch so einen Hut? Der Punkt ist, mein Chef war ein paranoider Psychopath. Er war der Manager von einem Macho Nacho. Hör auf jetzt, okay? Macho Nacho, ey. Was soll das denn für ein Schock gewesen sein? Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Mal sehen, wo sie sind. Ja, noch zwei Schuss. Aber eine Para wäre schon besser. Mit so viel Schuss noch. Geh nicht die Treppe hoch. Frage ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Ja, sie haben sich in Luft aufgelöst. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze. Elena, sieh mal hier. Die Spuren lassen sie rein. Durch diese Tür. Wollen wir mal da reingehen. Mist, sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Oh Mist! Da hast du deine Shoreline, Leute. Schuss. Nein, da oben. Lass mich doch mal hier hin. Du kannst mich gewinnen. Da haben wir nämlich mittlerweile bald echt ein Problem. Ey, Mann. Oh nein. Das sieht schlecht aus für uns. In der Scheiße. Oh mein Gott. Hey! Na. Jetzt verpiss dich doch nochmal, Elena. Keine Chance. Nein! Halte ich halt immer überall dran fest, ey. Ja, das war auch keine schlaue Idee. Wir haben hier ein technisches Problem mit dem. Jetzt verpiss ich doch mal da. Immer noch. Scheiße, da trifft den schon wieder nicht. Doch, der ist down. Gut. Komm, nach unten. Es ist nicht vorbei. Abfolgen! Nein, 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 nein. Scheiße.